Ich weiß, was ich verbinden kann. Putzen und tanzen. So, jetzt putze ich als erstes die Ablage.
Ablage, Waschbecken und Toilette sowie diese Wand und diese Wand sind sauber. Und jetzt nehme ich mir eine Dusche. Es ist vielleicht nicht die beste Idee, direkt während des Gewitters rauszugehen, aber ich brauche mein Zahnputzzeug und meine Schlaftabletten und mein Kopfkissen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Decke auch mitnehmen soll. Jetzt bin ich genau in die Pfütze gestiegen. Gut, dass ich Flipflops anhab. Da ist es natürlich in der Wohnung gemütlicher bei so einem Gewitter. Ganz leicht bin ich nass geworden. Ich weiß nicht, was mit dem Regenschirm los ist. Der ist irgendwie verbogen. Der war da bei meinem Papa im Flur gelegen. Und meine Haut geht ab. Das ist bestimmt wegen der Dusche, weil ich warm und mit anderem Duschgel geduscht habe. Jetzt geht meine Haut ab. Aber okay, es ist auch, weil der Sommer vorbei ist und die Bräune geht dann ab. Morgen. Ich habe auf keinen Fall besser geschlafen. Ja, ich habe nicht schlecht geschlafen. Ich hatte das Fenster gekippt. Deswegen, wenn ein Auto vorbeigefahren ist, dann habe ich es gehört. Aber hier fahren nicht viele Autos vorbei.